Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Video zum Thema 5 häufige Fehler rund um Impulskontrolle beim Hund. Und ja, ich übe sehr viele Impulskontrollspiele mit meinen Hunden, also einfach aus Spaß und ja, habe mit denen so gut wie keine Probleme, die viele andere haben. Das heißt, bei Begegnungen mit Wild, mit Joggern, Radfahrern, spielenden Kindern oder was auch immer, wenn ja, irgendwelche spannende Bewegungsreize sind oder auch die andere Dinge, dann habe ich mit ihnen eben in spielerischen Situationen vorab Signale eingeübt, wie Warte, Pause, Stopp, Pause, Platz, also immer in verschiedenen Zusammenhängen und das eben spielerisch, so dass wir das dann eben auch im Alltag wunderbar einsetzen können. Und ja, da werde ich immer mal wieder drauf angesprochen und ich habe mich bisher immer auf meine Sportarten konzentriert, Treibball-Tricktraining und Longieren. Und in diesem Zusammenhang, wer meine Online-Kurse kennt und da mitmacht, weiß, dass ich auch gerade beim Treibball immer wieder auch ja, Impulskontrollspiele mache. Gerade bei den Treibball-Challenges mal steht Distanzarbeit im Vordergrund, mal gezieltes Dirigieren, Körpersprache und was auch immer und eben immer wieder auch mal Impulskontrollspiele. Und das Schöne ist, was mir aber auch lange gar nicht so bewusst war, das steht halt nicht im Vordergrund, dass eben Teilnehmer, die ja einfach sagen, ach ja, mal ein bisschen Spaß haben mit dem Hund und ach, ich mache jetzt einfach mal Treibball und nicht immer nur Unterordnung und Gehorsam und ich glaube, ja, ein bisschen Spaß kann uns gerade mal gut tun, dass die danach dann erzählen oder auch wenn sie eine Urlaubswoche bei mir mitgemacht haben und anfangs sagen, ja, ach Treibball, ne, ich guck's mir mal an, lieber ein paar Tricks oder Longieren, ich weiß nicht, ob das was ist für mich. Und ja, dann später aber erzählen oder auch beim Longieren, ach, ich weiß nicht, ob das was für meinen Hund ist, so im Kreis laufen, naja, mal gucken. Ja, und wenn sie solche Sachen dann machen, auf einmal berichten sie dann, boah, es sind so viele Situationen im Alltag viel besser geworden, dabei haben wir da gar nicht dran geübt. Weiß nicht, ja, wer ist denn jetzt hier so mit dabei? Ihr sagt gerne mal Hallo im Chat und mich würde interessieren, ob ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt, ob ja, dass irgendwelche Sportarten und spielerische Übungen eben auch im Alltag hilfreich sein können. Und ja, oder schreib auch gerne rein, wenn du sagst, nee, also bisher hat mir noch so gar nichts geholfen. Mein Hund ist in diesen Situationen hier und schreib die gerne rein, eine Vollkatastrophe und ich wünschte, ich hätte ihn da besser unter Kontrolle. Der rastet dann und dann immer völlig aus und ja, ich weiß nicht, wie ich da noch, ja, was ich da tun kann. Und ja, dann gehe ich da gerne auch im Nachhinein auf das eine oder andere vielleicht noch ein. Und möchte euch eben von diesen 5 Fehlern, die mir häufig immer wieder unterkommen, heute berichten. Wer ist denn schon alles da? Da sind schon auch Kommentare. Die Stefanie schaut zu, die Sandra, noch eine Sandra, Claudia, Andrea, Mandy. Ja, hallo. Ah, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt ja auf die Zeit mit euch. So, ich schreibe gerne, wie gesagt, rein, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt. Tauscht euch auch aus. Ich gehe auch später nochmal durch den Chat und beantworte sonst auch was im Nachhinein, weil man ja hier im Live-Video, ich werde nachher Fragen eingehen, aber vielleicht übersehe ich eine und dann gehe ich da gerne nachher noch drauf ein. So, es geht um heute 5 häufige Fehler. Also, es gibt sicher noch mehr, aber die mir am häufigsten unterkommen, zu denen ich heute was sagen möchte. 5 Fehler rund um Impulskontrolle beim Hund. Und das sind zum einen Nummer 1, keine klaren Kriterien und zu große Lernschritte. Ich gehe da gleich noch mehr im Detail drauf ein. Nummer 2, es wird mit zu viel Ernst und angespannt geübt. Statt ein bisschen mehr spielerisch vielleicht. Nummer 3, es wird versucht, gleich an den Reizen zu üben. Das heißt, meist versucht man dann mit dem Hund zu üben, also nicht alle, aber viele, wenn die Situation da ist. Und ja, und dann ist es halt ja oft kein Rankommen mehr an den Hund, weil der schon so in seiner Welt ist. Und vielleicht hat man Glück, der Reiz ist noch weiter weg, aber auch wenn er weiter weg ist, ist es einfach schon schwierig. Nummer 4, der Hund weiß nicht sicher, was er tun soll. Und ja, auch dazu werde ich noch weiter drauf eingehen. Nummer 5, weil der Alternative zu dem, was er da jetzt eigentlich gerade veranstaltet, oder die Belohnung, die sind gerade nicht ideal. Und da möchte ich auch ein paar Tipps geben. Ja, was man da beachten kann. Und ich schaue gerade noch mal in den Chat, ob da jetzt gerade schon was kam. Na, ich gehe lieber gleich zu den Themen über und wir gucken in den Chat nachher an. Aber schreibt, wie gesagt, gerne rein, wenn ihr zu irgendwas noch
mehr wissen wollt oder eben ja von euren Erfahrungen zu den Sachen auch, die ich jetzt hier eben erzählen werde. Ja, Nummer eins, Fehler Nummer eins, keine klaren Kriterien und zu große Lernschritte. Das ist was mir so häufig unterkommt. Was meine ich damit? Ich höre mal ganz oft, oh, mich nervt das Gezappel. Mein Hund will immer alles gleichzeitig machen. Wenn wir was Neues anfangen zu üben, zum Beispiel Tricks, dann ist es besonders schlimm. Der spult einfach alles ab, was er schon kann. Ich sage irgendwas, aber er macht ganz was anderes und irgendwie will er immer nur Kekse haben. Und ja, also ganz fürchterlich, dieses Gezappel, das macht mir schon gar keinen Spaß mehr, mit ihm zu üben. So geht gar nichts. Und da fängt Impulskontrolle eben schon an. Und ja, warum ist das so? Also ich sehe es auch oft auf meinen Seminaren oder in den Videos, die mir Teilnehmer schicken, die an den betreuten Online-Kursen teilnehmen, wenn die ersten Übungen anfangen, mit ihrem Hund zu machen und mir die dann einsenden. Und zwar ist die häufig eine Ursache dafür, dass unsauber gearbeitet wird. Und manchen ist das sogar bewusst, aber sie denken, naja, er kann es halt noch nicht besser und ich bestätige es halt trotzdem mal. Was meine ich mit unsauber? Wenn ich dem Hund zum Beispiel beibringen möchte, dass er mit zwei Pfoten sich auf ein Bodentarget stellt, dann ja, wäre es gut, wenn man da ein ganz klares Kriterium hat und nur das belohnt und ja, eben den Hund unterstützt, vielleicht auch nochmal anfangs hilft mit einer Handgeste oder auch einem Leckerchen locken mal kurz, ganz am Anfang, wenn er noch gar nicht weiß, was er tun soll. Oder durch Veränderung der eigenen Körperposition jetzt zu dem Objekt. Ich möchte, dass er zwei Pfoten auf diesem Target hat. Und dann sollte ich auch nur das belohnen und ihm nur das Leckerchen geben, wenn die zwei Pfoten auf dem Target stehen. Ganz oft sehe ich, dass ja, der Hund steht zwar ganz kurz mal da drauf, aber dann ist er schon halb wieder runtergepurzelt oder nur mit einer drauf. Und wenn dann die Hand mit dem Leckerchen kommt und in Richtung Hundemaul geht, dann kommt er der Hand entgegen und ja, wann kommt der Keks in den Hund, wenn er daneben steht? Also das sind einfach Sachen, das ist unsauber und der Hund weiß ja so gar nicht genau, für was hat er jetzt die Belohnung bekommen. Fürs Schwänzchenwedeln, fürs rechte Pfote drauf, linke Pfote drauf, fürs Hopser machen, fürs keine Ahnung. Und wenn ja eben die Kriterien, die ich ja also einfach für mich auch nicht klar definiere und sage, naja, Hauptsache der ist da irgendwo beim Target, ja? Ja, der sitzt drauf, sitzen ist gut. Naja, heute liegt er daneben, ja so halb daneben, halb drauf, ist auch okay, er ist ja am Target. Zwei Pfoten drauf, ja, waren ja eben ganz kurz. Oder sie gucken gar nicht, ob sie wirklich drauf waren. Und ihr habt ein klares Kriterium, was ihr dem Hund beibringen möchtet, egal um welche Übung es geht, egal um welchen Trick es geht, egal was ihr dem Hund beibringen wollt. Und baut das ganz kleinschrittig auf, erklärt ihm genau, was ihr sehen wollt und ja, belohnt ihn dafür, Schritt für Schritt. Denn wie soll der Hund lernen, was er genau machen soll und für was er die Belohnung bekommt, wenn ja, die immer wieder anders aussieht. Und ja, wenn er eben auch merkt, welches Verhalten ihm nichts bringt, nämlich das neben dem Target stehen oder drauf sitzen oder was auch immer, keine Belohnung bringt. Und er dann eben ja nochmal korrigiert wird, es einfach länger dauert, bis er seine Belohnung bekommt, dann wird er dieses Verhalten, das ihm nichts bringt, irgendwann nicht mehr zeigen und einfach wissen, ah, Moment, was musste ich tun? Zwei Pfoten waren drauf. Das gab eben ganz viel Kekse. Und dass ich ihm dann halt auch mal mehrere Kekse nacheinander in dieser korrekten Position gebe und die dann mit meinem neuen Signal benenne. Und wenn ich das nicht mache, wenn man denkt, naja, er kann es halt noch nicht so gut und ich will ihm den Spaß nicht nehmen und die Freude und wenn ich dann immer so viel korrigiere, dann habe ich das Gefühl, mein Hund hat keine Lust mehr. Ja, wenn ihr das alles aber freudig gestaltet und so klein die Schritte macht und ihm anfangs so sehr helft, dass er es nur richtig machen kann, dann ist die Freude auch da. Und ja, wenn ihr das eben nicht macht, dann werden Hunde oft unsicher, manche werden dann hektisch, ungeduldig, reagieren auch immer wieder anders. Also der eine fängt dann vielleicht an, aus Frust zu bellen, der andere ja, zieht sich zurück und sagt, ach nee, irgendwie war das auch wieder nicht richtig, dann mache ich halt mal lieber nichts als was falsch. Und der Mensch denkt wieder, naja, mein Hund hat anscheinend keinen Spaß an der Übung. Und selbst mein riesengroßes Energiesparmodell, der Mowgli, ja, mein rumänischer Mischling, zum Beispiel auf ein Target gehen, weil ich das als Beispiel anfangs nannte, das hat er ja, allergrößter Freude gemacht, weil er wusste, ich muss nur dahin gehen, auch wenn eins nur am Boden lag. Da stand er drauf wie eine Eins und strahlte wie ein Honigkuchenpferd, sagte, ich muss nur stillstehen, das gibt Kekse. Und das zeigt er auch gerne oder zeigt er, lebt ja nicht mehr, im Wald beim Spazierengehen, weil ich das teilweise auch geübt habe auf Baumstümpfen oder was auch immer, irgendein Stein, der wo war. Und da ist er dann mit Freude drauf. Und wenn ich immer wieder so Spielchen mache, auch beim Spazierengehen, und da habe ich eben ganz viele in petto, was man alles so machen kann.
und sowas immer wieder auch im Alltag beim Spazierengehen einbaue, dann ja, haben die Hunde da mehr Freude dran mit uns. Und auch wenn die Belohnung eben passend ist, dazu komme ich ja noch, und lassen dann vielleicht auch viel eher mal die Umweltreize da oder ja, achten auch auf mich und lassen sich eher auf ein Spiel ein, als da irgendwo einer Wildspur nachzugehen. So, Fehler Nummer, ja, war das so an sich einleuchtend? Schreib mir gerne in den Chat, und wie gesagt, ich gucke mir den lieber nachher in Ruhe an. So, Fehler Nummer zwei, es wird mit zu viel Ernst und angespannt geübt. Ganz häufig merke ich, es macht einen riesen Unterschied. Also wenn die Leute zu mir kommen und wir üben Tricks, Treibball, Longieren, dann werden auch mal 5 Gerade sein gelassen. Ach, guck mal, eigentlich wollte ich ja den Trick XY, jetzt hat er das gemacht, das ist aber auch ganz niedlich. Ach, dann belohne ich halt das. Ist ja nicht so schlimm. Weil, ja, es ist ja auch nicht schlimm, ob er jetzt Pfötchen geben, Rolle, verbeugen, was auch immer gerade lernt oder schäm dich. Wenn ihr einen anderen süßen Trick gerade einfangen könnt, den euer Hund von sich aus zeigt, ist ja auch gut. So, wenn ich aber mit ihm sitz, Platz bei Fuß oder bleib und komm und sowas übe mit dem jungen Hund, das ist richtig wichtig, gell? Und wenn das nicht gleich klappt, oh, dann kriegt man das Flattern und oh Gott, weil es ist ja wichtig, da kann jetzt Leben von abhängen, wenn der jetzt nicht kommt, wenn ich ihn rufe, wenn der da auf einmal einem Hasen hinterher Richtung Bundesstraße rennt. Und deswegen sind wir auch beim Üben von solchen Alltagsübungen meist angespannter. Und ja, da wäre mein Tipp. Deswegen mache ich diese Kontrollspielchen auch alle auf spielerische Art und Weise. Wenn ihr für den Hund, stellt euch vor, der Hund steht und ihr wollt ihm 2 Übungen beibringen. Die eine ist Sitz und die andere ist verbeug dich. Aus Sicht des Hundes sind diese beiden Übungen sich sehr ähnlich. Einmal soll er lernen, dass er die Vorderpfoten einknickt und vorne runter geht und der Popo ist oben. Und bei der anderen Übung ist der Popo unten und die Vorderbeine sind gestreckt. So, für den Hund macht das keinen großen Unterschied. Das sind 2 Übungen und er lernt mit der Zeit, dass es dafür eine Belohnung gibt und wenn man das eben ausführt, wenn der Mensch das möchte und was das Wort dafür ist. Wenn ich mit ihm die Verbeugung, bei mir heißt es Diener, übe, bin ich lustiger drauf und die meisten, als wenn es dieses Sitz ist. Würde ich jetzt jede Übung, also auch Sitz, Platz, Bleib, Steh, mir sagen, es ist ja nur ein Trick und den lernt er auch. Dann, ja, bin ich ganz anders am Üben und es ist einfach so, in einer entspannten Atmosphäre lernt er sich viel leichter. Das heißt, ja, also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass auch Kinder, wenn das alles in einer entspannten, lockeren, spielerischen Atmosphäre ist, es lernen einfach viel, viel leichter als irgendwo mit Druck und Zwang oder einfach wenn die Stimmungsübertragung. Also versucht einfach mal alle Übungen als Spiel zu sehen. So, jetzt sagt er, ja super, wie soll ich denn das als Spiel sehen? Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 3. Es wird versucht, gleich an den Reizen zu üben. Wie soll ich denn jetzt entspannt und lustig bleiben, wenn da vorne ein Reh steht und mein Hund ist noch nicht an der Leine oder er hängt in der Leine und steht auf 2 Beinen, gebärdet sich wie wild oder er pöbelt mir schon wieder spielende Kinder, Radfahrer, sonst was an. Da kann ich nicht lustig, entspannt und spielerisch sein. Nee, das natürlich nicht. Aber viele versuchen, an diesen Problemen, die sie haben, immer dann zu üben, wenn sie das Problem haben. Also wenn der Reiz schon da ist. Vielleicht mit noch einem großen Abstand dazu, dass man dann sagt, ja, ich übe das mal am abgeschwächten Reiz, wenn der noch weit entfernt ist, so lange, wie mein Hund das noch aushalten kann. Aber auch da ist es ja einfach so, bei Wildsichtung oder wenn der Hund einfach weiß, hier ist Wild und der das schon in der Nase hat und ihr merkt, der steht schon und hat die eine Pfote oben und ja, ist kaum mehr ansprechbar. Es spielen in der Nähe Fußball, Kinder spielen Fußball und immer wenn er das Geräusch hört, dass eben so ein Fußball wieder getreten wird, dann zuckt er schon zusammen und möchte am liebsten durchstarten. Oder ja, wenn es an der Tür klingelt, dann will ich üben, dass er jetzt bitte auf seine Decke geht und da ruhig sitzen bleibt. Oder der Erzfeind am Gartenzaun. Oh, ich sehe, Nachbarin geht wieder Gassi, gleich geht's hier rund. Und dann ist es schon zu spät. Also wenn der Hund eben schon aufgeregt ist, dann ist es einfach schwerer zu lernen. Also in so einer Situation. Es ist einfach ja, schwierig bis unmöglich, ein ruhiges und alternatives Verhalten aufzubauen und zu erlernen. Und ja, um lernen und spielen und sowas zu können, muss der Hund entspannt sein. Und deswegen übe ich solche Sachen eben, also ich übe verschiedene Signale eben erstmal in anderem Kontext. Komme ich gleich beim nächsten Punkt noch dazu. So, und ich empfehle immer, oder so mache ich es mit meinen Hunden, Impulskontrolle anfangs immer in gestellten, spielerischen Situationen zu üben.
Das heißt, Situationen, bei denen es nicht schlimm ist, wenn es zwischendrin vielleicht doch mal noch nicht klappt. Weil ich versuche ja dann zu gucken und das immer ein bisschen weiter auszureizen, zu gucken, was geht und es zu steigern, den Schwierigkeitsgrad. Und sollte ich jetzt den nächsten Schritt dann doch zu groß gewählt haben, die Ablenkung war zu groß oder ich nicht konzentriert genug oder was auch immer, oder ja, der Hund startet doch durch. Dann ist es in dem Moment, wo ich das in Verbindung mit Treibball, dem Longieren, einem Spielzeug, einem Apportiergegenstand oder was auch immer übe, mit dem Hundekumpel, alles nicht so schlimm, als wenn er mir beim Üben durchstartet und zum Erzfeind rennt, den Jogger hinterherstellt, den Kindern den Fußball klaut oder dem Hasen dem Reh hinterhergeht. Und ja, wenn mein Hund es eben schafft, in gestellten, spielerischen Situationen, wo ich entspannter sein kann, weil das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, er hechtet doch auf den Treibball los, was er nicht soll, und dummerweise landet der Eckzahn in dem Ball, der Ball ist kaputt. Ja, okay, dann habe ich einen kaputten Treibball. Aber der Hase ist noch heil, der Jogger hat kein Loch im Bein, der Fahrradfahrer ist nicht vom Fahrrad gefallen, das Kind hat sich nicht erschreckt und Hase und Reh leben auch noch. Und der Hund auch, weil er nicht vor die Straße gelaufen ist. So, und bei meinen ist es so, dass ich eben, der Malibu, mein Jüngster, ist jetzt 16 Monate. Und er hat von Anfang an, ja, bei ihm ist es so, dass der Milino, mein Zweitjüngster, sein größter Reiz ist. Und wenn der, ja, sobald der sich bewegt, dann kommt der Malibu ganz schnell in dieses Hüten oder Vorstehhaltung und sonstiges. Und ja, hatte ich auch am Anfang das Problem, schon als er noch ganz, ganz jung war, dass er auch, wenn, insbesondere bei Melino, aber auch bei Maluko und Merlin, wenn die dann zum Beispiel longiert haben oder irgendwas, dann ist er auch mal losgeschossen und dann hat er die gepetzt, also oder auch richtig fest ins Bein gezwickt, dass der Maluk dann aufgejault hat. Das geht natürlich nicht. Und ja, das heißt, also und wenn ihr jetzt das Problem habt, dass, also ich hatte es schon im eigenen Rudel mit ihm und es mir eben erarbeitet und dass er eben beim Longieren, also am Anfang konnte er noch nicht mal, wenn er außen am Rand von einer Freundin von mir gehalten wurde, an Geschirr und Leine. Und ich ließ Melino um den, also der ist außerhalb vom Kreis, ich stehe im Kreis und ich lasse den Melino um den Kreis laufen. Sogar wenn ich den nicht habe schnell rennen lassen, dann ist der Malibu draußen mit 6 Monaten dermaßen ausgetickt, geschrien, gekrischen, halb Saltos geschlagen, dass meine Freundin überhaupt keine Chance hatte, ihm noch irgendwie einen Keks oder Leberwurst oder irgendwas anzubieten. Das konnte er nicht nehmen. Der war einfach völlig drüber. Und ja, das kann ich eben auch, dachte ich einfach, wie soll ich das alleine üben? Ich brauche eine Freundin draußen. Ja, aber wie gesagt, mit der ging es auch nicht. Und dann habe ich es halt anders gemacht, mir Sachen überlegt, wie ich auch das spielerisch üben kann. Und ja, habe ihn dann mit in den Kreis genommen und verschiedene Sachen ausprobiert. Mit ja, verschiedenen meiner Hundekonstellationen. Und auch das wären Sachen, die ihr eben üben könnt. Wenn ihr, ja, egal welche Sportarten oder Beschäftigungen ihr macht, die einen machen Treibball, die anderen longieren, die anderen Hoopers, Agility, was auch immer. Oder einfach so Apportierspielchen. Für alle, die jetzt auch longieren, könnten das dann eben so machen wie ich bei ihm in diesem Falle. Und statt dem Erzfeind vielleicht erstmal einen Hundekumpel nehmen, weil oft ist es ja so, dass die Hunde beim Erzfeind besonders schlimm reagieren, aber auch auf andere Bewegungsreize. Also auch wenn Hunde, mit denen sie jetzt eben, ja, sich nicht bösartig beißen wollen, aber ja, so wie Malibu, er hat einfach, das war eine Übersprungshandlung, das war ihm alles zu schnell und dann zack, hat er auch mal kurz gepetzt. Und ja, das kann man eben spielerisch, in kleinen Schritten, ganz, ganz kleine Lernschritte, dass er weiß, was er stattdessen tun soll. Ja, und da würde ich euch eben, ja, gerne mit entsprechenden Spielchen unterstützen. Und jetzt lasse ich mal gucken, hier meine Notizen, was ich noch so hatte. Das war ja eben Fehler Nummer 3 mit dem, dass gleich an den Reizen geübt wird und die einfach noch zu stark sind. Und ja, also dieses mit der Impulskontrolle. Ich habe mit Malibu wirklich so Sachen, vor allem eben in Verbindung mit Spielzeug, mit Milino, mit irgendwelchen Rennaktivitäten, Longieren oder was auch immer gearbeitet. Und ja, ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen 3-mal Wildbegegnungen, auch zum Teil sehr dicht und ja, dass die auf einmal hochschrecken und dann habe ich meine Signale. Beim ersten Mal war ich so überrascht, dass mir mein richtiges Signal nicht einfiel. Da ist er dann noch ein paar Meter hinterher, aber kam dann. Und beim anderen Mal war er am dichtesten am Reh, das aus der Wiese hochging. Und es kam ein Pauseplatz und alle legen sich hin, Malibu zwar nicht, aber er blieb stehen. Er stand. Und er stand entspannt.
und guckte diesem Rehalt hinterher und sagt, okay, da bewegt sich was, ich darf nicht hin, ich habe das Wort gehört für, ich muss stillstehen und dafür kriege ich gleich was Tolles, Besseres. Und ja, aufgebaut habe ich das alles über spielerische Übungen. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 4. Der Hund weiß nicht sicher, was er tun soll. Also diese Signale, von denen ich jetzt sprach, ich möchte, dass mein Hund auf ein Signal sich entspannt, dass er stehen bleibt, dass er etwas noch nicht tut, sich nicht bewegt, was auch immer. Wenn ich ihm das nicht beigebracht habe, was das bedeutet, und in der Situation einfach reagiere und sage, bitte jetzt zieh doch nicht so an der Leine und mach hier nicht den Kasper, gebärde dich nicht wie so eine Furie, das brauche ich nicht versuchen, in dieser Situation zu üben. Und meist, wenn man eben so Sachen, ja, vor allem dann übt, wenn es brennt, dann verhält man sich ja auch, ja, man reagiert und ist genauso aufgeregt und angespannt wie der Hund und das stresst auch den Menschen, den Hund zusätzlich, Entschuldigung. Der Hund weiß nicht, was er tun soll und das Verhalten seines Menschen, das stresst ihn zusätzlich. Es ist ja auch Stimmungsübertragung und ja, je aufgeregter der Hund ist, umso aufgeregter werde ich und dann ist das so eine Aufwärtsspirale. Und ich kann natürlich in solchen Situationen schlecht entspannt bleiben. Und ja, deswegen eben diese spielerischen Übungen, was ich euch empfehle. So, ich übe mit meinen Hunden erstmal ohne jegliche andere interessante Reize, also diese Reize wie Rehe, Hasen, Jogger, Radfahrer, Postbote, was auch immer, was es eben alles so gibt. Folgende Übungen und Signale. Pause. Und Pause heißt, entspann dich. Du bist jetzt nicht dran mit Action. Das ist ein Signal, was ich auch schon beim Welpen, wenn ich erste Übungen mache, was ich da immer wieder mit einbinde, dass sie einfach lernen, Pause heißt, entspann dich. Du bist, manche sagen auch easy oder was auch immer, konditionierte Entspannung. Entspann dich, du bist jetzt nicht dran mit Action. Und ja, wenn zum Beispiel ich jetzt ja, die aufzwicke, ich habe Spielis und mache Action und werf oder werf nicht und stelle mich dann entspannt hin und sage einfach, zum Beispiel Milino, der vor mir steht, Milino hat Pause. Dann geht aus diesem Hund, der gerade noch so vor mir stand, sofort jegliche Anspannung raus, dreht sich um, schüttelt sich vielleicht, geht an den Rand und dann hat er Pause. Also dieses Pause nutze ich auch, wenn ich jetzt, ich bin Mehrhundehalterin, viele von euch vielleicht auch. Und ganz oft höre ich auch in den Seminaren, boah, ich würde ja so gern mit beiden üben, aber der andere kann einfach nicht zugucken. Das geht nicht. Also, und wenn ich einen anderen Raum sperre, geht es auch nicht. Der dreht nur hoch, der bellt, der macht es. Mir es macht gar keinen Spaß, mit denen zu üben. Und ja, ich möchte die auch nicht immer wegbringen und habe auch oft gar nicht die Zeit dazu. Jetzt, wenn ich am Seminar was vorführe, dann nehme ich mir einen meiner Hunde raus und zeige mit dem was, eine nächste Übung mit einem anderen und dann, solange sollen die anderen warten und entspannt zugucken. Und dann heißt es bei mir eben, Malibu hat Pause, Milino hat Pause, der Merlin, dann kommt Merlin, dann arbeitet der Merlin hat Pause, dann geht der an den Rand. Und Pause heißt in solchen Situationen auch, ja, hab Pause, du bist jetzt nicht dran, dann darf der auch, wenn ich jetzt allein auf der Wiese stehe oder im Seminar, wenn ich die zum Beispiel einen Welpenauslauf mitnutzen kann beim Seminar, dass er sich da frei bewegen kann. Der darf zur Wasserschüssel gehen, der darf sich auf dem Rücken wälzen, der darf auch ein Spielchen ins Maul nehmen und am Zaun stehen und sagen, oh, ich würde ja gerne, aber okay, ich bin jetzt hier, ich habe Pause. Ein anderes Signal wäre, warte. Und warte ist, ja, warte ruhig ab, agiere noch nicht, nimm dich zurück bis zum nächsten Signal. Warte ist also zum Beispiel, ja, zum Beispiel warte, ich stelle die Futterschüssel hin und du gehst erst dran, wenn ich sage. Warte ist, ich mache die Tür auf und du gehst noch nicht raus. Oder warte, ich mache die Autotür auf, gucke erst, ist alles in Ordnung. Warte, oder alle sollen warten und dann sage ich, es kommt nur ein Hund raus, der Maluk. Und dann kommt der Maluk raus. Also warte heißt einfach sich zurücknehmen, abwarten und noch nichts tun, an Ort und Stelle bleiben. Also an Ort und Stelle bleiben, da wo sie gerade sind. Ein anderes Signal bei mir ist Stopp. Stopp heißt, bleib sofort an Ort und Stelle stehen, mit zwei Pfoten ruhig am Boden. Oder in Verbindung, wenn ich es jetzt mit was anderem nehme, auch vielleicht leg dich hin oder was. Stopp ist jetzt zum Beispiel. Die sind im Freilauf, laufen, wuseln vor mir rum und einen will ich jetzt anleihen. Dann sage ich Stopp. Und ja, oder Merlin, warte und dann macht er doch nochmal ein Schrittchen und dann sage ich Stopp. Und Stopp heißt einfach, steh still. Das übe ich zum Beispiel in Verbindung mit diesen Bodentargetscheiben. Die setze ich beim Tricktraining bei Distanzarbeit ein, also beim Dogdance, beim Treibball bei der Distanzarbeit, beim Longieren, wunderbar. Dieses, was ich am Anfang sagte, zwei Pfoten stehen still auf einer Scheibe. Und
Ja, zwei Pfoten stehen still am Boden. Am Anfang ist es die Scheibe. Ich übe es aber auch auf Baumstümpfen, auf Steinen, beim Gassigehen und so weiter. Und deswegen wissen sie irgendwann, Stopp heißt sofort stehen bleiben. Und ja, das ist auch wunderbar in Verbindung dann mit rechts-links. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da kommen Radfahrer, kann ich ihm auch sagen, sollen stehen bleiben und an den Rand gehen und sich dann hinlegen. Es gibt ein Signal wie Nein, aber nein, einfach, das hier ist jetzt tabu und du bekommst dafür was Besseres. Und nein, auch wenn sie jetzt zum Beispiel, oh, da bewegt sich was, da will ich jetzt hin und oder was auch immer machen und dann kommt ein Nein. Nein, tu das nicht, wir machen was anderes. Also nein. Kombisignale, wie Pause, Platz. Pause ist ja dieses Entspann dich. Du bist jetzt nicht dran mit Action. Also Action ist jetzt gestoppt, ist eine Pause. Und Platz eben, bei der Pause sagte ich ja, bei der Pause dürfen sie auch irgendwo hinlaufen und noch Wasser trinken gehen oder sowas. Wenn ich aber Pause, Platz sage, und das ist mein Zauberwort beim Spazierengehen, bei jeglichem Begegnungsverkehr, dann sollen die sich hinlegen. Moment, jetzt habe ich vergessen, das Kabel reinzustecken vom Notebook und das meldet mir gerade, dass die Batterie, das wollte ich vorher noch. Jetzt bin ich gleich weg. So, da ist es. Pause, Platz heißt also, legt euch sofort hin. Je nachdem, wo die gerade sind, am Rand des Weges oder am Wiesenstreifen und sowas, und die liegen gerade alle irgendwo am Rand, dann ist Pause, Platz, Pause, Platz. Ich kann sie aber auch dann, wenn zum Beispiel einer dummerweise gerade mitten auf dem Weg zum Liegen gekommen ist, weil er da gerade war, als ich Pause, Platz rief, weil manchmal kommen die Radfahrer ja angeschossen, ohne Vorwarnung, ohne Klingeln, die sind plötzlich da. Ich habe keine Zeit, noch vier Hunde einzusammeln. Oder die Zeit geben sie mir nicht. Ich könnte die auch einsammeln, aber schneller ist für mich einfach Pause, Platz. Oder auch wenn das Reh auf einmal hochspringt, Pause, Platz. Und dann fallen die einfach hin und lassen sich auf den Boden fallen. Und wenn einer jetzt mitten auf dem Weg liegt, dann spreche ich den halt auch an mit der und den Namen, der Merlin oder der Maluk, wer halt jetzt auf dem Weg liegt. Und dann wissen die anderen, weil ich eben das eben gerade auch bei so, ja, für die, die mehr Hunde haben, sind diese Impulskontrollspielchen, die ich mache, auch immer in Verbindung mit so Ansagen, wer jetzt was oder was zu machen hat. Das heißt, die drei anderen bleiben liegen und ich sage der Merlin und gebe dem Signal für geh nach rechts oder links, halt an den Wegesrand und dann kriegt der nochmal seinen Platz. So, und ja, da hatte ich eine Situation, auch ein Video. Kann ich auch gerne nochmal zeigen, auch in meiner, also hier auf der Seite dann später oder Hunde kreativ beschäftigen, meine Gruppe. Selbst Malibu, als der da war, der 4,5 Monate, glaube ich, habe die im Freilauf, auf dem, ja, auf dem Weg, rechts, links Wiesen und auf einmal kam von vorne um die Kurve Walker mit so Stöcken, zack, zack, zack. Und dachte, oh Mist, wenn ich da jetzt nach vorne laufe, dann wird auch der Welpe, der wollte ja immer Wettrennen machen mit meinen anderen, wieder lospreschen. Sie lagen alle, selbst der Kleine, und nee, ich bleib besser stehen. Und dann kamen immer mehr Walker und noch mehr Walker und noch mehr Walker und es nahm gar kein Ende. Und ja, selbst, also ja, das ist dann auch ja, einfach schön von den Leuten im Vorbeigehen, boah, die hören aber gut. Und also ich krieg, sagen wir mal, zu 90, vielleicht sogar 95% habe ich richtig schöne Begegnungen mit Leuten. Entweder sie sagen gar nichts oder sie nicken oder es kommt ein Daumen hoch oder halt wirklich auch kurze Gespräche. Ja, boah, die hören aber gut. Darf ich ihnen meine Kinder bringen? Die hören nicht so gut. Und ja, manchmal eben die Leute, boah, scheiß Köter gehören an die Leine, wie auch immer. Ich meine, das habt ihr auch alle mal. Aber wir hören echt ganz, also ich mag Begegnungsverkehr mit egal was, weil eben diese positiven Rückmeldungen überwiegen. Und es macht einfach Spaß, mit denen unterwegs zu sein. Und deswegen kann ich sie meist ohne Leine laufen lassen. Außer da, wo es halt so gar nicht geht oder zu viele Radfahrer sind. Aber ich kann sie halt, wenn das nur ab und an ist, viel mehr freilaufen lassen, weil das viel schneller geht. Und die Belohnung dafür, das ist jetzt zum Beispiel, sie dürfen Wettrennen miteinander machen. Ich sage, wenn wir am Wasser sind, geh schwimmen. Oder sie dürfen danach was suchen, dass ich, ja, dann irgendwie mit Tannenzapfenspielchen mache, wenn da gerade welche liegen, mir auch mal was direkt aus der Natur nehme. Oder Zergelspiel. Also das sind, ich muss immer mehrere bespaßen, aber wenn ich jetzt einzeln mit ihnen arbeite oder mit dem jungen Hund, dann ist es oft auch ein Zergelspiel gewesen. Etwas, wo er mit mir agiert, mit mir rumtobt. Und ja, das heißt, sie machen Pauseplatz gerne, weil sie wissen, dass danach eine Action kommt. Das heißt, diese Action, die vorbeiläuft, auch eine Hunde, die an der Leine ziehen und pöbeln und meine anstänkern, sind ihnen egal, die bleiben liegen, weil sie wissen, danach gibt es mit mir mehr Action und Fun oder eben untereinander, dass sie Wettrennen machen dürfen.
Und da wären wir jetzt bei Fehler Nummer 5, der Wahl der Alternative bzw. Belohnung. Was bekommt der Hund dafür, wenn er jetzt irgendwas sein lässt, was uns nicht gefällt? Und die Alternative, die wir ihm anbieten müssen, die muss eben attraktiv genug für ihn sein. Und leider ist es oft so, dass ja, die Alternative sehr unattraktiv ist, nämlich ich nehme dich lieber an die Leine, Spaß vorbei. Hund kommt und er kommt einfach nur an die Leine. So. Oder die Alternative ist halt ein angebotenes Leckerli und der Hund sagt, ich brauche jetzt keinen trockenen Keks, ich hätte einen Hasen haben können und jetzt kriege ich hier einen Keks, will ich nicht. Das nächste Mal kommt er nicht und entscheidet sich gleich für den Hasen. Und manche Hunde nehmen in so Situationen noch nicht mal Leberwurst oder was auch sonst Tolles, weil die möchten jetzt nichts essen. Und dann sagst du, ja, der Hund ist stur. Nee, der ist nicht stur. Der ist einfach so angespannt, dass er noch nicht mal in der Lage dazu ist, jetzt eine wirklich attraktive, eigentlich attraktive Belohnung zu nehmen, aber nicht in dieser Situation. Und ja, da ist es eben wichtig rauszufinden. Und ja, ich würde euch in dem Online-Kurs, im Online-Kurs Impulskontrollspieler, den ich euch anbiete, eben auch mit euch erarbeiten, wie, ja, welche verschiedenen Belohnungsarten gibt es. Also speziell für deinen Hund, das würden wir rausarbeiten, damit du Belohnungsmöglichkeiten hast, mit denen du in, ja, jeder Hund tickt einfach anders, ja. Und der eine, den kannst du mit der Leberwurst begeistern in jeder Situation und der andere, den vielleicht eher mit Spieli oder auch mit, keine Ahnung, der möchte jetzt all das nicht, der möchte vielleicht lieber ein Mäuschen ausbuddeln oder irgendwas machen, was halt dem sehr nahe kommt, was er eigentlich gerade tun wollte. Also ich muss was finden, speziell für den Hund, dem er in den jeweiligen Situationen nur schwer widerstehen kann und wo er in der Lage ist, das noch zu tun. Wie gesagt, essen können manche dann nicht. Und ja, es ist gar nicht so schwer herauszufinden, was der eigene Hund attraktiv findet. Also wir schauen, was macht dein Hund besonders gerne. Und ja, schreiben das mal alles auf. Und es können auch Sachen dabei sein, oder es sind wahrscheinlich auch einige dabei, die dein Hund sehr, sehr gerne macht, nämlich zum Beispiel kläffend am Zaun entlang rennen und den Erzfeind anblöken, wo ihr sagt, das ist ein No-Go. Meine Nachbarn haben damit ein Thema und ich auch, ich will das nicht. Und welche Alternativen können wir aus irgendeinem Verhalten, das wir nicht wollen, was dem Hund Spaß macht und für eine Belohnung für ihn wäre oder was ihn, ja, womit er sich selbst bespaßt, was können wir daraus ableiten, damit es was wird, was ich einsetzen kann, was eben nicht ein No-Go ist. Und zum Beispiel, der Hund möchte gerne dem Hasen oder Reh hinterherrennen, das würden meine auch gerne. Aber sie lieben auch das Wettrennen mit ihren Kumpels. Und wenn die das Reh stehen lassen und das rennt in die Richtung in großen Sprüngen weg, wie jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, dann drehe ich mich danach um und habe mit ihnen eben Sachen geübt, die dem sehr nahe kommen. Das heißt, auf ein Signal, auf die Plätze fertig los, machen meinen Wettrennen und ich gebe an, in welche Richtung. Und das ist natürlich weg vom Reh. Also haben sie ihr Rennen. Und genauso könnte ich aber auch ein Rennspiel oder irgendwas Aktives machen mit einem Spielzeug, mit einer Reizangel, mit was weiß ich was oder selbst rennen und mit dem Hund Action machen. Also wir müssen schauen, mit was bespaßt er sich alleine, wie kann ich mir das zunutze machen, wie kann ich das mit uns, mit mir verknüpfen. Und ja, das Ziel ist halt, dass wir es schaffen, dass ja, dein Hund auch künftig gerne auf dich achtet und in für ihn stressigen Situationen trotzdem auf Signal eben Ruhe bewahrt, weil er es gelernt hat, weil er weiß, dass es danach dafür was anderes gibt, was er ebenso toll findet. Und ja, dass er also immer öfter bereit ist, mit uns zu kooperieren, auch in Situationen, wo er eigentlich sonst früher ausgetickt ist. Und ja, auf spielerische Art und Weise ist es, finde ich, besser zu erreichen. Also mit meinen habe ich da einfach die entsprechenden Erfolge und werde immer wieder darauf angesprochen. Und ja, jetzt kam halt so die Idee daraus, mal einen Kurs zu machen. Und ja, wäre jetzt so die Frage an euch, ob ihr zu diesen, ob diese 5 Fehler, die ich genannt habe, ob euch der ein oder andere bekannt vorkommt, oder ob ihr sagt, so ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, vielleicht da einfach mal anders drüber dran gehen, das überdenken, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Und ja, wer Lust hat, den unterstütze ich eben gerne mit diesem Impulskontrollspielekurs. Und hat ja gesagt dazu, den möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Ich möchte den über 8 Wochen machen und das ist ja jetzt das erste Mal, dass der stattfindet. Und ja, das Konzept steht. Ich habe ganz viele Spielideen zusammengetragen und ja, auch damals mit Malibu, als er jung war, auch auf einiges an Videos da gemacht. Also ich habe die Videos vom, ja, vom Welpen über den Junghund bis eben dann zu älteren Hunden,
euch das zeigen kann. Und es ist auch für die interessant, die sagen, ich habe jetzt einen jungen Hund, noch keine großen Probleme, auf welche kommen die? Und ja, also es sind auch schon Übungen dabei, die man eben im Welpen und im jungen Hund machen kann, weil was Hänschen lernt, das ja, geht mit Hans dann auch viel leichter, als wenn ein Hund eben schon über Jahre sich irgendein Verhalten angewöhnt hat, weil dann manche denken, ja, es ist halt ein Jagdhund, es ist halt ein was weiß ich was oder ja, einfach lange zugesehen haben, weil sie nicht wussten, wie sie es anders lösen können oder merken, dass andere Hunde auch so ticken, naja, ist halt so und je länger das dauert, umso länger braucht es natürlich, das wieder abzutrainieren. Und das heißt, wenn du noch einen jungen Hund hast oder sich manche Probleme erst zeigen und du gleich anfängst, mit auf spielerische Art und Weise vorzubeugen und zu üben, hast du es leichter, als ja, wenn das eben schon eine Weile andauert. Aber auch dann ist es noch möglich, da was ja, eben zu verbessern. Und ja, über 8 Wochen begleite ich euch in einer Gruppe, auch gemeinsam mit einer Facebook-Gruppe, sodass man sich auch mit den anderen Teilnehmern austauschen kann, vielleicht auch gegenseitig brainstormen. Da kommt immer ganz viel zusammen, auch mit diesen Belohnungsarten und Varianten. Und ich gucke mir auch Videosequenzen an. Wir machen Gruppencoachings über Zoom, wo ihr auch Situationen zeigen könnt, die ihr mit dem Hund gefilmt habt oder einfach Fragen stellen. Und ja, sodass ihr eben 8 Wochen begleitet werdet. Und ja, wir uns verschiedene Impulskontrollspiele erarbeiten. Und die verknüpfen dann mal mit Alltagsübungen, mal mit Tricks, mal mit Spielzeug, mit Apportiergegenständen, je nachdem, mit was dein Hund, für was der zu begeistern ist. Es kann auch in Verbindung sein mit Sportarten oder Hobbys von euch, sei es Treibball, Longieren und vieles mehr. Und ja, wäre eben die Frage, ob das interessant für euch klingt. Ich kopiere also, ich habe da wie gesagt einen Kurs, der ist jetzt auch noch günstiger, als er dann später sein wird. Und der Vorteil für euch ist, ich entwickle den jetzt ja erst. Das heißt, ich habe mein Konzept, aber es ist auch bei Treibball so. Ich habe Treibball das erste Mal als Online-Kurs angeboten und jedes Mal eben durch das Feedback der Teilnehmer über die verschiedenen Durchgänge habe ich dann immer wieder ja, Wünsche und weitere Themen mit eingearbeitet oder was noch vertieft, noch ein zusätzliches Video gemacht. Und ja, diejenigen, die jetzt in dieser ersten Runde dabei sind, die haben halt die Chance, diesen Kurs maßgeblich mitzugestalten und noch Wünsche mit einzubringen oder dass ich eben, wenn ihr Videos zeigt, mir für diese Geschichte noch speziell was überlege, vielleicht noch ein neues Spiel kreiere. Und ja, also er ist jetzt 50 € günstiger, als er später sein wird. Er kostet 8 Wochen 247 € zusammen mit diesen Gruppencoachings der Gruppe und eben der Möglichkeit, auch mal Videos einzuschicken, die wir uns gemeinsam angucken und wird später 297 kosten. Und ja, also wer da Interesse hat, ich kopiere das einfach dann mal hier rein. Und ja, gehe auch gern jetzt noch auf Fragen ein, die ihr vielleicht in der Zwischenzeit in den Chat gestellt habt. Kleinen Moment. Ja, also mit meinen 5 Fehlern wäre ich somit durch. Das wäre der Link zum Kurs, wer da Lust hätte. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich natürlich auch separat später in der PN oder so anschreiben. Jetzt gucke ich mal, was da so im Chat noch steht. Gib mir mal einen kleinen Moment, dass ich irgendwo einen Anfang finde. Die Sandra, woher weiß er, dass ich jetzt den Stein meine? Da könnte ich auch einfach Stehe sagen. Wenn ich Touch rufe, muss er doch wissen, wo und auf Distanz sowieso. Ja klar, also ich sage nicht einfach Stehe oder Touch. Das meinte ich vorher mit dem Stein, dass die Hunde von sich aus manchmal schon anbieten. Oh, da ist der Stein oder dieser Baumstumpf wieder, da gab es letzte Woche, als wir hier vorbeigegangen sind, Leckerchen und gehen hin und stellen sich drauf. Das meinte ich mit. Wenn ich mit ihnen gezielt übe, dann sind Sichtzeichen mit dabei, dass ich eben wie beim Treibball auch sage, vor, rechts, links oder was auch immer oder habe den Hund zwischen meinen Beinen und deute auf etwas, wo er die Übung machen soll. Jetzt zum Beispiel, als diese eine Rehsichtung war und die drei sich hingelegt hatten und der Malibu stand, aber stehen blieb, also das Platz kam nicht zu ihm durch, dieses sich hinlegen, dazu war er dann doch zu angespannt, aber er blieb auf dem Weg still stehen. Und ich habe auch noch so ein super Wort, Halligalli, was eben dann heißt, bei mir gibt es jetzt Action, Spaß, Fun, also so kündige ich dann immer irgendwelche Spielsequenzen an. Und ja, mit eben Halligalli und Namen ansprechen und umdrehen, dann haben sie das Reh stehen lassen und haben auf die Plätze fertig los ihr Wettrennen in die andere Richtung 2, 3 Mal gemacht, damit so diese ganze Energie rausgeht. Und danach gucke ich dann auch, was haben wir denn hier? Und dann waren da so Baumstämme,
Nicht allzu hoch gestapelt. Dann habe ich mit ihnen dann noch eben drüber klettern gemacht. Und das war jetzt nicht mit Touch stehen. Ich meine, die wollten jetzt, da war ein Reh, es war reizvoll, da hinterher zu rennen. Und dann übe ich nicht, stehe jetzt bitte still. Dieses Stehe still, das übe ich in Verbindung mit, da kommen jetzt Walker, Jogger, Radfahrer, irgendwelche solche Sachen. Dann will ich das stillstehen. Und ja, vielleicht ist es so klarer geworden. Die Eva sagt, es ist sehr interessant. Andrea, hallo aus der Schweiz. Martina, meine Hunde suchen bei Touch das, wo ich hinschaue und meist finden das richtige Target. Genau, also ein Blick kann es auch schon sein. Es muss gar nicht ein Zeichen mit der Hand sein. Piepsere Gersten, das kenne ich. Die Situation hatten wir auch, wenn ich mit beiden Hunden üben wollte. Achso, dass der eine da nicht warten will. Die Steffi, unser Erzfeind ist die Türklingel. Okay, ja, das ist auch bei vielen. Aber das wäre dann auch was, was man eben, ja, vielleicht in der spielerischen, da ja, überlege ich mir Ideen, was man da eben machen kann. Was macht man, wenn der Hund weder auf Leckerchen noch auf Spielzeug reagiert? Das ist eben, wenn wir angucken, was mag dein Hund, was macht ihm Spaß, was macht er gerne. Vielleicht ist es zum Beispiel, es gibt Hunde, die wälzen sich wahnsinnig gern auf dem Rücken. Jetzt nicht, manche auch in welchen unangenehmen Gerüchen, aber manche wälzen sich einfach so gerne auf dem Rücken und finden das toll. Das entspannt sie und das machen sie sehr gerne. Mary mag das gerne. Und ja, es kann jetzt bei Luke auch, wenn man dem am Rücken, am Popo so krabbelt, dann fängt er an zu tanzen und mit dem Arsch sich hin und her und sagt, oh ja, mehr davon, hier bitte, hier bitte, hier bitte. Und ja, das heißt, bei dem könnte jetzt vielleicht eine Belohnung sein, dass ich ihn durchknete und durchwalge. Oder ja, der Malibu war einer, der hat wahnsinnig gerne noch als Junge und das Bauchige Kraut bekommen. Und dann waren halt diese Ruhephasen und Belohnen und sowas, das war dann oft mit Bauchikraulen verbunden. Also wir gucken ganz individuell, was eben zum jeweiligen Hund passt. Und für den einen kann dann Mäuschen buddeln oder den Maulwurfshügel, also dass ich anfange mit ihm einen Maulwurfshügel auszubuddeln oder sowas, wenn er jetzt das sowas spannender findet als Leckerchen oder Spielzeug. Wie lernt man denn dieses Pause? Gut, das führt jetzt hier ein bisschen weit. Das ist, ja, geht über einen längeren Zeitraum und ja, in Verbindung mit Übungen, dass ich zwischendrin dann Pausesequenzen mache und diese Ruhephasen mit Pause benenne. Aber das jetzt im Detail, das führt hier ein bisschen zu weit. Die Katharin, ich lasse meine kleinen Hunde auf einen Hocker oder Baumstrunk sitzen und da warten sie ruhig, bis sie dran sind. Das ist auch eine gute Geschichte. Ihr wisst vielleicht, im Zirkus sitzen Tiere auch oft auf so Podesten und ja, weil es ihnen einfach leichter fällt, an Ort und Stelle zu bleiben. Und so Sachen kann man sich im Training auch bei Impulskontrolle auch super zunutze machen. Da habe ich auch mehrere Ideen, die mit in den Kurs kommen. Die Michaela, das ist bei uns beim Agi so. Sie kann es nicht ertragen, wenn andere den Parcours laufen. Und ja, und das kann man ja eben auch auf spielerische Art und Weise könnte man daran schön arbeiten. Und da macht es keinen Sinn, zu sagen, ich gehe auf ein Agi-Turnier oder zu einer Trainingsstunde, während da High Life ist und versuche nebendran meinen Hund irgendwie ruhig zu kriegen. Das muss man eben ein bisschen anders aufbauen, damit es eben zur Lust wird und nicht zu Frust für beide Seiten. Ja, weil eben Mensch und Hund dann irgendwann am Rad drehen. Die Esther. Zwei Sachen. Mein Collie hütet bzw. rennt zwar mit Zaun dazwischen, aber den Zaun entlang, dem Zug hinterher. Und er bellt viel bei Begegnungen mit Radfahrern und Kindern und Hunden. Es geht mal ruhig, aber der vierten Begegnung wieder Theater. Ja, ich weiß nicht, ob du ja entsprechende Signale irgendwie für alternatives Verhalten oder ja, alternative Übung, ob du schon was gemacht hast oder dir immer sagst, naja, meist geht es ja gut, Mist, jetzt ging es wieder nicht gut, blöd. Ja, da kann ich jetzt so direkt nichts zu sagen, aber da wäre es interessant rauszufinden, wo ist der gemeinsame Nenner, warum reagiert er bei den einen und bei den anderen nicht? Also vielleicht kann man da irgendwas da mal genauer hinschauen und dir dann für diese Situation, dass du einfach sicherer weißt, wann könnte er reagieren und wann nicht und ja, dass du dann eben weißt, wann du dich wie verhältst. Marion, wie bringst du ihn denn Pause spielerisch bei? Ja, also indem ich auch bei Spielsequenzen, also wenn ich mit dem Welpen spiele und sowas zwischendurch immer wieder diese Pause einbaue und ja, also dafür, ja, das habe ich alles gefilmt, da habe ich Demo-Videos zu, wie ich das aufbaue und ja, das kann man eben
dann ja in diesem Kurs eben alles sich schön angucken und Schritt für Schritt nacharbeiten. Und das ist was, was über einen längeren Zeitraum geht. Also einen Trick wie Pfötchen geben habe ich dem Hund, wenn ich Glück habe, in 5 Minuten beigebracht. Beim anderen brauche ich 5 Tage, weil er es vielleicht nicht mag, die Pfote zu heben oder Tricks noch nicht kennt. Aber Pause, bis sie das sicher können, das dauert ein bisschen länger. Und deswegen geht der Kurs ja über 8 Wochen. Die Nicole, wie kann ich mir eine gestellte Situation erschaffen, wenn mein Hund bei Besuch ausrastet, nicht vor Freude? Indem du sowas übst, nicht in der Ist-Situation, so nach dem Motto, naja, Mist, jetzt hat es gerade wieder geklingelt, dann bist du ja auch angespannt, sagst, keine Ahnung, wer da jetzt draußen ist, vielleicht ist es was Wichtiges oder der Postbote und jetzt nimmt er das Päckchen wieder mit, und dass du diese Situation eben stellst, und dass du, oder auch Begegnungen mit Hunden, wenn man eben weiß, wann der Hund reagiert. Also wenn man sich die Basissignale und Verhalten und Entspannung und all das erarbeitet hat und man dann anfängt, dann an den abgeschwächten Reizen zu arbeiten, dann würde ich mir diese Reize schaffen, indem ich sie mir bestelle und den Leuten genau sage, was ich möchte. Zum Beispiel beim Malibu waren es dann 2 Kinder mit dem Federballspiel. Und da wusste ich einfach, also beziehungsweise die hatten es mir angeboten. Die eine, die hatte dann gebellt, ich weiß nicht, wie alt er war, aber eben noch sehr jung. Und die hatte selbst einen Hund. Und das fand ich von den Mädchen so lieb. Die hörten dann auf zu spielen. Und dann fragte sie, hat er Angst? Und dann sage ich, ja, der hat sich jetzt gerade erschreckt. Und ja, und dann hat die, ja, konnte ich mit diesen beiden Mädchen üben. Und ja, dass sie das dann halt eben, diese Sache erstmal nur ein bisschen gemacht haben. Oder ja, bei der Klingel, dass ich vielleicht, ja, die Freundin bitte zu klingeln und sage, es ist mir jetzt egal, ob die 10 Minuten vor der Tür steht, und ich rufe die nachher auf dem Handy an oder ich habe das Handy nebenbei liegen. Also man kann alle Situationen stellen und dann entspannt dran arbeiten. Mein Hund hat starken Jagdtrieb bei Tieren und Kindern. Sind da Wurfspiele gut oder schlecht? Wenn man es direkt in der Situation macht, also es kommt immer auf die Situation an. Und wenn du es natürlich verknüpfst direkt mit denen in der Situation, das ist wieder was ich eben erst separat übe und mir angucke. Und klar, wenn er jetzt mit den Tieren und den Kindern, also dann könnte es gut sein, wenn ich mit Spielzeug und Wurf spielen, so wie mein Wettrennen, statt dass er dem Hasen nachrennt oder dem Reh, dürfen sie ein Wettrennen auf andere Art und Weise machen. Und es kann eine gute Alternative sein, aber man muss sie halt langsam aufbauen und nicht einfach sagen, na, ich probiere es mal aus. Und oh Mist, jetzt hat er da leider eine Fehlverknüpfung und jetzt ist es nur noch schlimmer, oder jetzt hängt er statt im Spielzeug im Bein vom Kind. Also ohne da jetzt ein Video zu sehen oder ja, den Hund näher zu kennen, mag ich da jetzt nicht ja oder nein sagen. Das geht nicht. Katrin, oder für mehr Hundehalter. Ja, genau, also dafür gibt es eben auch Übungen. Und diese Übungen für Mehrhundehalter sind aber auch wieder für Einzelhundehalter geeignet, weil die sich ja auch mal noch eine Freundin oder irgendjemand mit Hund dazu bestellen können. Und das, was der Mehrhundehalter mit ein, zwei, drei Hunden zusätzlich macht, kann ich ja eben auch mit Hunden von Freunden machen. Die Edith. Queenie schaltet total aus. Sie hört mich nicht mehr, wenn sie ein Fahrrad sieht. Ich muss immer schauen, dass ich das Fahrrad sehe, bevor sie das Fahrrad sieht. Wenn ich sie dann rufe, kommt sie sofort. Aber wenn sie das Fahrrad schon gesehen hat, bleibt sie liegen und schießt dann zum Fahrrad. Das gleiche ist bei Joggern, Autos etc. Ja, also da wäre es eben auch wichtig, so in Situationen, die ähnlich reizvoll sind, erstmal zu arbeiten und nicht am Fahrrad. Und ja, eben diese Signale, und dass sie dafür was anderes Reizvolles bekommt. Also müssen rausfinden, was sie, ist es das Geräusch? Also manche zum Beispiel, manche Hunde reagieren auf Fahrradfahrer überhaupt nicht, aber auf Inline-Skates, weil das ein anderes Geräusch ist und sie das vielleicht in den Ohren unangenehm finden. Also Merlin ist einer, der findet Inline-Skater scheiße. Und wenn er an der Leine ist, dann reagiert er überhaupt nicht drauf, aber wenn er ohne ist, ja, konnte es anfangs auch sein, dass er dann hingeschossen ist und den verbellt hat, weil er dieses Geräusch nicht mochte. Also man muss erstmal die Ursache finden, was an den Fahrrädern das Problem ist, und dann gucken, wie kann ich sowas eben, ja, auf spielerische Art und Weise, vielleicht auf andere Art, erstmal mir das Alternativverhalten erarbeiten. Martina, wäre der Kurs auch für Hunde mit sehr ausgeprägtem Jagdtrieb geeignet? Habe ein Jägerrudel. Also ich kann keine Erfolgsgarantie dafür geben, weil ich, wie gesagt, den Kurs ja jetzt erst neu entwickle, was ich aber
Ja, ich habe viele Teilnehmer, die allein, wenn sie meine normalen Treibballkurse machen, in denen ja nur ein Teil von diesen Impulskontrollspielen ist. Ich mache ja so, ich für mich, für den Alltag noch ganz andere Impulskontrollsachen, die ich für Treibball nicht brauche, die ich aber mit meinen Hunden mache, weil sich über die Jahre einfach das bewährt hat, manches zu üben. Und mit eben nur einem Teil dieser Spiele, die nur treibballrelevant sind, wenn die Leute den Treibballkurs, den Anfängerkurs durcharbeiten, sind so viele, die danach sagen, boah, das hat sich im Alltag so viel verbessert, und auch im Hinblick auf Ansprechbarkeit in Situationen wie mit Wild, mit Radfahren, mit Joggern. Also es kann dich auf jeden Fall weiterbringen. Aber ja, das heißt, ja, ich weiß nicht, ob es eine Garantie gibt, dass er dann auf einmal das Reh wirklich sicher stehen lässt. Es kann auch sein, dass eben die 8 Wochen für sowas dann nicht reichen, aber du verfindest vielleicht einen besseren, einen neuen Zugang zu deinem Hund, wie du in solchen Situationen arbeiten und reagieren kannst. Und ja, dass er da immer sicherer und verlässlicher wird. Aber eine Garantie kann ich dir nicht geben. Da schreibt jemand ja definitiv. Ich weiß nicht, was sich das bezieht. Die Sandra würde mich auch interessieren, habe auch einen Border mit starkem Jagdtrieb. Also wie gesagt, bei Malibu hat es jetzt dreimal wunderbar mit Rehen geklappt. Jetzt weiß ich, dass da einfach im Moment viele Rehe sind. Die haben da wahrscheinlich ihre Kitze irgendwo liegen. Und ja, und dennoch. Ja, kann ich da jetzt auch entspannt gehen, weil ich mir jetzt auch bei dem kleinen Mann sicher bin, dass er da nicht hinterher macht. Steffi, tolle Idee. Wir arbeiten auch gerne daran, bei mir im Training. Neue Spiele immer gerne. Wäre der Kurs auch für Trainer? Ja, da ist sicher auch für Trainer noch das die ein oder andere Spielidee dabei, die du dann auch abwandeln kannst, in Verbindung mit deinen Themen. Ihr macht ja auch ja, Frisbee und andere Sachen. Und da kann man sicher manche Dinge, ja, eben die ich mache, dann eben auch auf die eigene Sportart oder Themen abwandeln. Ja klar, warum nicht? Und einige der Spieler, ja, die bei den Treibball-Challenges dabei sind, die kennen so Sachen wie auch Dosen werfen oder die Treibball-Challenge Fußball und lauter so Sachen. Das sind Sachen, die ich da halt in Verbindung mit dem Treibballkurs hatte, aber die kann ich auch genauso gut in einem anderen Kontext machen oder jetzt auch mit hier bei den Impulskontrollspielen, damit jeder das für sich abwandelt, wie es für ihn halt passt in Verbindung mit den Themen, die er sonst eben mit dem Hund sich erarbeitet. Die Edith, wäre dieser Kurs auch was für Queenie? Sie ist seit mehr als 3 Jahre alt. Ja, wie gesagt, also zu mir in die Seminare oder auch die Urlaubswochen kommen ja auch Leute mit Hunden, die schon älter sind, nicht nur mit Welpen, jungen Hunden. Weil ich vorher sagte, ich mach die Sachen halt immer schon von Anfang an. Und aber auch Leute, die mit einem älteren Hund kommen, oder egal, ob jetzt ganz kleine, also wie die Michi mit Chihuahua und Shelty, die mir auch sagte, boah, ich ja, hätte nicht gedacht, dass das so viel Einfluss noch auf auch auf andere Sachen im Alltag hat. Also Alter, das spielt keine Rolle und 3 Jahre ist ja einfach auch noch ein junger Hund. Und ja, vielleicht sind es auch einfache Ideen. Viele von euch kriegen ja irgendwann auch mal wieder einen neuen Hund dazu. Und dann könnt ihr das beim jungen Hund dann auch gleich anwenden. Und ja, die Sandra, bei mir geht das Video leider nicht mehr, bei euch auch. Nee, anscheinend, ich habe jetzt keine weiteren Meldungen. Also es gibt ja eine Aufzeichnung und dann sollte es ja danach noch klappen. Wann startet der Kurs? Fragt die Nicole. Am 1. Juni und geht 8 Wochen bis zum 27. Juli. Wie viele Teilnehmer sind maximal im Kurs? Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ist bei einem Online-Kurs auch, ja, macht keinen so großen Unterschied, wenn es jetzt mehrere werden würden. Also die Übungen an sich, wenn ihr die im Kurssystem habt und die runterladet, da ist es ja egal, wie viel die runterladen. Und wenn ich jetzt Gruppencoachings mache über Zoom und da die Teilnehmerzahl zu groß wäre, also ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie so eine Zoom-Session irgendwie ewig lange geht. Dann könnte ich da auch 2 Gruppen machen oder ich mache eine für eben junge Hunde und eine für ältere Hunde und gehe auf spezielle Themen ein oder biete zu verschiedenen Schwerpunkten an. Und ja, das ist eben, ja, ich dann einfach aufgrund dieser Gruppencoachings mache ich halt mehr Gruppencoachings draus, damit da in diesen Gruppencoachings die Teilnehmerzahl nicht zu hoch ist, damit eben jeder drankommt und eben ja nicht ewig in dieser Schleife sein muss, weil er Nummer 20 ist. Also ja, da gucke ich schon, dass das für jeden passt. Das ist ja anders als bei einem Gruppenkurs, wo sie dann alle auf dem Platz stehen würden.
Und ja, aber ich denke jetzt auch nicht, dass, also es ist auch so, dass manche dann eben an dem einen Termin nicht können, aber dafür am anderen. Also bisher bei den Gruppencoachings waren wir nie mehr. Also manchmal sind es nur 3, 4. Das ist natürlich für die toll, die dann gerade live dabei sind. Und ja, mehr als 10 hatte ich eigentlich nie in den Live-Sessions, und das ist noch super gut zu handeln. Und das auch, ja, jetzt bei dem Treibball-Challenge-Urlaubsziele sind 48 im Kurs, aber auch da sind in den Gruppenfragerunden eigentlich ja 8 bis 10 Leute oder sowas maximal zeitgleich. Und die anderen gucken sich dann die Aufzeichnung an. Und wenn es eben mehr wären, dann würde ich einfach noch einen zweiten Termin machen. Das ist gar kein Thema. Ist der Kurs also eher individuell auf die Teilnehmer bezogen? Ich hätte halt Interesse an ein paar schönen neuen Übungen für die Hundeschule und bräuchte nicht unbedingt Betreuung. Oder sind vielleicht auch ein paar Übungen zum Kauf in Form von Videos oder Handouts so als Übungssammlung geplant? Sowas wäre toll für uns. Im Moment mache ich das jetzt nur als betreuten Kurs, einfach weil ich auch mir das Feedback von den Teilnehmern wünsche, weil ich möchte immer sehr individuell darauf eingehen, und auch beim Treibball. Also als Selbstlernkurse biete ich Kurse erst an, wenn das Konzept einfach ausgereift ist. Also wenn du nur an den Übungen interessiert bist, ja, dann wird das eben noch sicher auch die zweite Schleife. Also ja, bei den Challenges ist es auch so, dass ich die zum zweiten Mal erst mache. Und ja, also vielleicht einzelne, ich mache ja zwischendurch auch, oder jetzt vorab nochmal zum Wärmen, dass ich die eine oder andere Übung rausgebe. Und ja, ich hatte jetzt nicht vor, das gleichzeitig noch als Selbstlernkurs, also vielleicht direkt danach, aber jetzt, ja, nein, ich möchte ihn erstmal fertig erarbeiten. Also mir ist einfach Qualität auch wichtig. Und solange die Spiele jetzt nicht, weil Sachen, die jetzt bei mir funktionieren, mit meinen Hunden, ich merke es ja bei mir selbst. Jeder Hund ist anders. Das heißt, das, was ich jetzt mit Merlin gemacht habe, das hat mit Maluxo so nicht geklappt. Da musste ich wieder variieren. Milino war wieder ein bisschen anders, Malibu auch. Und das ist jetzt die Erfahrung mit meinen 4 Hunden. Und die Spiele, die ich rausgebe, ja, dann ist es eben in der, ja, in der Gruppe, dann kommt so viel Feedback auch von anderen, und dass man miteinander von lernt. Und diese ganzen Erkenntnisse möchte ich mit einarbeiten. Und dann kann ich es gerne auch als Selbstlernkurs oder als Übungsanleitung auch für Trainer rausgeben. Dann ja, kann ich da ganz dahinter stehen und weiß auch, dass es funktioniert, oder kann eben noch ja, einfach ein paar Tipps dazu geben, auf was man jetzt besonders achten sollte. Mal gucken, wie er sich anlässt. Ich denke gerne, gerne drüber nach. Aber jetzt gleich am Anfang, er ist ja noch am Entstehen, also ich kann ihn jetzt noch gar nicht fertig als Selbstlernkurs rausgeben. Wie hast du ihn beigebracht, auf Kommando ein Wettrennen zu machen? Ja, ist auch wieder bei jemand anders. Also manche, die sind einfach am Rennen interessiert vom. Der Malibu will nur mitrennen. Und dem ist es egal. Also der braucht kein Ziel. Den anderen, da ging es dann ums Wettrennen, wer zuerst am Spielzeug ist und so Sachen. Also da, ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wo man wieder gucken muss, was zu welchem Hund passt. Und ja, inzwischen ist es so, dass jeder Hund, der dazukommt, bei mir ja, das Rennen automatisch mitmacht. Und beziehungsweise, nö, der Merlin, der hat sich jetzt rausgenommen und sagt, nö, wenn die anderen Wettrennen machen, dann kommt er zu mir und sagt, ich bin der Hund, ich zerge lieber. Und ja, wenn ich jetzt sage, auf die Plätze, fertig, los, dann rennen die 3 Jungen los und Merlin sagt, oh prima, Mutti hat Zeit für mich und ganz alleine, exklusiv. Und ja, und dann machen wir halt irgendwie, zergeln wir oder machen so Spielchen, oder er läuft Trickslalom durch meine Beine. Die Monika, oder bieten sie das immer von selber an? Das Wettrennen. Ja, so, ich habe damit angefangen, als wir hier extrem viel Schnee hatten. Und mit extrem viel meine ich über die Hüfte hoch. Und die haben am Anfang die Wege hier so gut wie nicht geräumt, weil im Allgäu, ja, da wurden ein paar Straßen, aber irgendwelche Spazierwege nicht. Und wenn, dann war halt irgendwo mal eine Spur von einem Traktor, die war so breit, dass man gerade drin laufen konnte, aber da war nichts mit, ich spiele Treibball oder Longieren, weil es wäre alles im Schnee versunken, Spielis werfen und suchen ging auch nicht, weil die wären auch im Schnee verschwunden. Und da fing ich eben an mit dieser Wettrenngeschichte. Sie konnten nur geradeaus laufen. Und ja, da hat Milino das dann als besonderes Hobby, ja, seitdem fordert er das auch regelmäßig ein. Vorher hat man es auch zum Teil schon gemacht, da war es in Verbindung mit zum Beispiel, geh schwimmen, dass sie, wer ist als erster im Wasser, also wer ist zuerst am Spieli, wer ist zuerst am, was weiß ich was.
Informativen. Die Michelle, an welchen Tagen werden diese Meetings stattfinden? Ich mache es immer so bei den Gruppenkursen, also zum Teil auch, dass ich Umfragen mache und stelle dann zum Beispiel, mache drei Terminvorschläge und die Leute können abstimmen. Und dann nehme ich den Termin, der für die meisten passt, aber gucke eben auch, dass jeder einfach mal konnte, dass vielleicht, also die meisten können abends und dass wir dann die Zeit abstimmen. Manche sagen, ich habe erst noch meine Hundeschulkurse, vor 8 bin ich nie zu Hause. Die anderen sagen, ja, meine Kinder sind dann im Bett. Und andere sagen, ich bin aber um 9 schon im Bett, weil ich morgens aufstehen muss. Also ich versuche immer irgendwo eine Zeit zu finden, dass der eine ja, vielleicht eine halbe Stunde später erst dabei sein kann, der andere für eine halbe Stunde früher rausgeht und dann die entsprechend bei den Fragerunden früher oder später dran sind. Und auch von den Wochentagen, dass es eventuell auch mal wechselt, dass jeder mal kann. Wie bringe ich es am leichtesten bei, dass drei meiner Hunde, während ich mit dem vierten arbeite, an der Seite liegen bleiben? Ja, leicht ist es nicht, das ist auch langwierig und ja, das langsam diese Reize steigern, die Bewegungsreize, dass es erst langsam ist und die Ablenkung nicht so groß und ja, das immer weiter steigern und ja, da habe ich eben Demo-Videos, wie ich das mit dem Malibu gemacht habe, aber das ist ja, jetzt eben nicht mal einfach schnell kurz erklärt. Das ja, habe ich aber ausführlich dann im Kurs mit eben den Videos und auch seine Entwicklung, dass man sieht. Und am Anfang, wie gesagt, konnte meine Freundin außen an der Leine nicht bändigen, sobald Melino auch nur langsam gelaufen ist. Und am Ende ist es dann so, ich stehe in der Mitte vom Longierkreis. Malibu liegt alleine frei bei mir im Longierkreis und Melino rennt außen rum und ich heiz den noch richtig an. Auf geht's, Ali, 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 Ali. Und Ali ist halt, ja. Allee, sage ich auch, wenn es diese Wettrennen oder sowas geht. Das heißt, ich heize außen Melino an und Malibu kann mit, wie alt war er damals? Das war letztes Jahr im Juli. Da war er 7, 8 Monate alt und blieb in der Mitte eben ruhig liegen. Das war dann das Endziel von dieser Geschichte. Und ja, er durfte dabei ein Spiel im Maul haben, das durfte er. Also irgendwo, dass er sich abreagierte, da hat er dann fest drauf gebissen, aber er ist still liegen geblieben. So, was haben wir noch? Ramona. Meiner nennt oft, rennt oft den Autos hinterher am Zaun oder auch auf der Straße. Was kann ich da tun? Wie gesagt, das ist kein Kurs, wo es um die Verhaltenskorrektur und so Sachen geht, weil ich mache selbst keine Alltagsthemen. Es ist ein Impulskontrollspielekurs, wo ich euch Spiele zeige, die eben helfen, an der Impulskontrolle vom Hund zu arbeiten, auf spielerische Art und Weise, wo wir uns diese verschiedenen Signale erarbeiten, die dem Hund eben vermitteln, dass er entspannen soll, ruhig bleiben soll, nicht agieren, stillstehen, sich umorientieren und so Geschichten, die euch dann eben in den Alltagssituationen helfen. Und ja, wenn ihr das eben separat spielerisch auf diese Art und Weise mit diesen Spielen übt, dann ist es später auch viel leichter wieder an den Reizen und mit Autos und so weiter, dann wird es euch da eben leichter fallen. Noch weiter gucken. Manuela, was kann ich machen, damit mein Hund auch einfach andere Hunde vorbeigeht? Was? Damit mein Hund auch einfach andere Hunde vorbeigeht, ohne zu ihnen zu wollen. Indem du interessanter bist als, oder ja, Dinge findest, wie du dich interessanter machst als die anderen Hunde. Und er einfach lernt, dass wenn er sich eben beherrscht und diese Situation dann vorbei ist, diese Begegnung, dass sie danach ja irgendwas Tolles macht, worauf er sich freut, was ihm Spaß macht und weswegen er dann, also bei mir ist es so, wenn ich jetzt eben frei laufe und sage Pause, Platz, weil jemand mit einem angeleinten Hund kommt und also Malibu ist noch so ein Wackelkandidat. Das war jetzt die Zeit, wo ich nur Merlin, Maluk und Melino hatte, weil bei Malibu muss ich auch einfach immer noch üben. Bei den anderen dreien konnte ich meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn ich Platz, Pause, Platz sage und jemand hat einen pöbelnden Hund vorbeigezerrt, dass die liegen blieben, auch ohne Leine, bis der vorbei war und ja, danach halt mit mir entweder lustige Tricks, Slalom durch die Beine, Wettrennen, Spielzeuge suchen, etwas umrunden oder zum Wasserrennen oder sowas gemacht hatten. Und bei Malibu wäre ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig, weil der sich dann immer auf Melino einschießt und guckt und da muss nur einer von beiden irgendwie eine hektische Kopfbewegung machen oder gucken und Blick zu werfen. Das kann dann manchmal schon ein Startsignal sein, dass sie doch losrennen. Nicht unbedingt zu dem Hund, sondern das Wettrennen einfach zu früh starten. Das heißt, ja, ich manage halt bei Situationen oder auch wenn ich irgendwo jetzt nicht weiß, mit Bild oder in der Nähe eine Straße ist, dann nehme ich sie auch noch an die Leine und übe das eben mit Absicherung.
Aber wie gesagt, mit Übung kann das wunderbar gehen, wenn Sie dann ja das verinnerlicht haben. Aber Malibu ist eben noch der Jungspund. Und dann sollte das klappen mit dem Vorbeigehen. Angela, meine hat auch Probleme, wenn sich zu viel auf einmal bewegt. Einzeln kein Thema, aber wir sind letztens über eine Autobahnbrücke gelaufen und er war völlig daneben und nicht mehr ansprechbar. Da er im Allgemeinen kaum Leckerchen annimmt, geschweige denn Spielzeug, bin ich da etwas überfordert, wie ich ihm helfen kann, da entspannt rüberzukommen. Ja, wie gesagt, der Malibu, mit dieser Longiergeschichte, das war eben auch, wenn die Bewegungsreize, Meline und sowas da ist, da geht auch nichts mit. Dann will er nicht spielen, dann will er keine Leckerchen. Und ja, da muss man eben, ja, ganz speziell gucken. Und ja, das ist mir eben jetzt auch wichtig bei dem Kurs und sowas würde ich mir, ja, da hätte ich dann gerne Demo-Videos, das was angucken, dann eben entscheiden und schauen, wie da der Weg sein könnte. Okay, bei da auch das Video rum. Ich weiß nicht, hört ihr mich noch? Seht ihr mich noch? Sabine, kleine Hexi, hatte schon gefragt, zwei oder mehr Hunde. Einer soll arbeiten, die anderen sollen warten. Wie trainiert man das Warten am effektivsten? Also wie gesagt, ich habe es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Longieren gemacht, aber ja, da würden wir eben genau gucken, wenn ihr sagt, ich longiere nicht, dann macht es natürlich keinen Sinn für euch, das mit dem Longieren zu erarbeiten. Dann müssen wir dann einen anderen Weg finden. Moment, jetzt bin ich verrutscht. Kannst du noch bitte mehr zum Kurs sagen? Ist der dann später für uns noch abrufbar? Schriftliche Unterlagen. Ja, also bei mir gibt es immer Demo-Videos und auch Spickzettel, wo ich dann nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfasse, dass man die mit ins Training nehmen kann, wenn man das Video sich angeguckt hat, dass man dann das, was drin gesagt oder auch gezeigt wurde, nochmal zum Nachlesen hat und nicht immer auf dem Platz steht und nochmal in das Video gucken muss, wo war das jetzt und welche Minute. Ja, die Kurse, also das geht, ist nicht über die 8 Wochen, ihr könnt darüber hinaus den Kurs weiter nutzen und damit arbeiten. Ja, solange ich den so eben anbiete. Beim Treiberkurs ist es auch so, dass die Leute länger Zugriff haben. Und irgendwann, wenn ich jetzt den Kurs immer wieder variiere und also es gibt auch Updates, aber wenn ich jetzt was verändern sollte oder den Kurs nicht mehr anbiete, dann würde ich eben rechtzeitig Bescheid geben, dass ich den vom Netz nehmen mag und dass man eben auch Zeit hat, sich da eben nochmal die PDFs und sowas runterzuladen und zu gucken. Aber ja. Ich mag das selbst nicht, wenn ich irgendwo einen Kurs kaufe und dann den Druck habe und weiß, dass er nach, was weiß ich nur noch so und so lang Zugriff habe und es passt gerade nicht mit dem Trainieren, weil ich mag nochmal gucken, es stresst mich selbst immer, deswegen mag ich das nicht. Danke für den Tipp mit der Genauigkeit. Anja hat gerade einen exzessiven hat gerade einen exzessiven pubertären Schub. Da bin ich bei den Targets schlampig geworden. Um einen Erfolg zu haben, werde wieder auf die Genauigkeit achten. Danke. Ja, sehr gerne. Nicole, welche Übung machst du dann bei anderen Hunden? Da weiß ich jetzt nicht, in welchem Zusammenhang du das meinst. Wäre der Kurs denn für unser Besuch Klingelproblem geeignet? Wäre es täglich neue Aufgaben geben oder wie kann man sich den Ablauf vorstellen? Meistens mache ich die Übungen wochenweise. Es kann aber auch sein, das würde ich auch mit der Gruppe nochmal abfragen, ob ihnen kleinere Häppchen lieber wären, also ob es lieber immer mal wieder ein Modul geben soll. Ich mache es gerne so, dass ich verschiedene Möglichkeiten vorgebe, was man übt und dann pickt sich jeder das raus, womit er anfängt und dass es eben alle paar Tage neue Lektionen gibt. Wir können es aber auch so machen, dass es ja alle 2, 3 Tage oder sowas eine neue gibt es. Ja, eine Kollegin von mir, die hat jetzt bei ihrem Kurs auch die Teilnehmer gefragt, und die wollten lieber kleine Häppchen haben. Also da gehe ich auch gerne flexibel auf die Wünsche ein. Michelle, wie lange gilt der Sonderpreis? Maximal bis zum 31. Mai, vielleicht beende ich den auch vorher schon. Da war ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber ja, bis zum Im Moment ist es eingestellt bis 31. Mai. Also der Kurs geht am 1. Juni los. Und ja, ich denke, dass ich ihn bis dahin so stehen lasse. Alles gut, sehe dich, höre dich. Prima, danke. Die Sabine, Video ist tadellos bei mir. Edith, ja, sehe und höre dich. Sehr schön, gut. Dann kann ich beruhigt sein.
Du hast mich übersehen. Heike, bei was habe ich dich übersehen? Kannst du es vielleicht noch? Ich weiß nicht, ob auf Facebook hier die Reihenfolge manchmal ändert. Sonst kopier es bitte nochmal deine Frage. Bin jetzt erst dazu gekommen, wie lange geht der Kurs und was soll er kosten? Der Kurs geht über 8 Wochen. Und ja, wenn wir jetzt dann eben merken, oder vielleicht nehme ich auch noch Bonusübungen dazu. Ja, wenn da noch Bedarf ist, im Moment schätze ich, dass er über 8 Wochen, dass wir da alles wunderbar drin schaffen. Und wenn dann noch eine Nacharbeitungszeit ist, also ja, oder jemand noch ein Video nach, ich habe meistens, dass ich nach hinten eben 1, 2 Wochen danach auch eben noch unterstütze, wenn die Betreuungszeit eigentlich dann schon vorbei ist. Aber ja, also irgendwann ist dann diese Gruppe eben auch mal beendet, dass es dann eben diese Gruppencoachings nicht mehr gibt, was aber nicht heißt, dass ihr euch dann untereinander in der Gruppe nicht noch weiter austauschen könnt. Und die mich kennen, ja, wenn man mal eine Frage hat, ja, oder auch wenn jetzt jemand gerade im Treiberkurs ist und noch eine Frage zu einem Trick hat und den Trickkurs vor einem halben Jahr gemacht hat, dann gehe ich da auch drauf ein. Und wie gesagt, 8 Wochen vom 1. Juni bis 27. Juli. Oh, man kann sich schon anmelden. Ja, ich kopiere es hier gerne nochmal rein. Da wären die Infos, ich mache es noch ausführlicher und so eine Landingpage, wie man es nennt, auch vielleicht noch ausführlicher beschreibe. Aber mit der war ich noch nicht fertig geworden. Die wichtigsten Eckdaten stehen da schon mal. Und wer Fragen hat, darf sich gerne auch noch bei mir melden. Ja, Heike, wie gesagt, kopiere gerne deine Frage nochmal. Ich gucke, ob ich sie finde, weil sonst glaube ich. Ah, da. Mein Sheltie dreht schnell hoch und bekommt einen Bellflash, zum Beispiel beim Longieren. Oder bei Tricks mit Drehung wie Achtslalom etc. Ja, das kenne ich, das gibt es häufiger das Problem. Und ja, auch da kann man dran arbeiten. Also ich habe teilweise Teilnehmer, wenn die jetzt zu mir zum Seminar kommen, beim Longieren, entweder sie kommen mit dem Wunsch, so wie du, oder ich spreche sie drauf an, ob sie eben sich wünschen würden, dass der Hund es leiser macht. Und frag sie dann zum Beispiel, ob sie noch was anderes machen. Und manche sagen dann, ja, ich mache Agility und Obedience. Und dann frage ich, ja, und beim Agility, ja, da kläfft er auch wie verrückt. Und ja, Longieren ist jetzt auch mit Action, da bellt er halt auch. Und sage ich dann, wie ist es beim Obedience? Ja, nee, da ist er leise. Und dann frage ich, ja, beim Obedience stehen aber doch auch oft die Agi-Geräte noch am Rand, weil sie dann sagen, beim Agility schon, wenn ich nur auf den Platz gehe, fängt er an zu bellen. Ja, nee, stimmt, beim Obedience ist das nicht so. Ja, er weiß einfach, beim Obedience wird nicht gebellt, da ist nicht so viel Action, wie auch immer. Das heißt, der Hund kann schon unterscheiden. Und dann geht es halt darum, ihm zu erklären, dass Longieren, Treibball oder was auch immer, dass wir es uns da eben auch leise wünschen. Und ja, dass man eben dem Hund das nach und nach erklärt. Und oft sind es auch unsere Bewegungen. Manche machen dann immer sehr hektische Bewegungen, sehr dynamisch und was dann das Bellen auslöst. Und da muss ich eben einfach mir die Videos angucken und was die möglichen Ursachen sein können. Und dann gebe ich entsprechende Tipps. Das kann mal sein. Nimm noch mal ein Leckerchen vor die Hand und in die Hand und führe den Hund ganz langsam um eine Tonne rum und erkläre ihm, dass Umrunden auch leise geht, auch wenn er das eigentlich schon auf 10 Meter Entfernung kann. Und ja, also wie gesagt, da kann ich nicht pauschal was zu sagen, das muss ich sehen im Kontext und mir sowohl den Hund genau anschauen als auch die Menschen. Und deswegen, ja, ist das in betreuten Online-Kursen so schön, weil man diese Videos, wenn ich jetzt auf dem Seminar stehe und habe euch live da, dann sehe ich was und kann ihnen auch sagen, gerade hast du dies und das gemacht oder deine Hand, dein Arm, diese, jene Bewegung und so hat dein Hund reagiert. Und dann, ach, wirklich? Die Leute glauben es manchmal nicht oder können sich nicht vorstellen oder wissen nicht genau, was ich meine. Und dieses Video, auf dem ich dann Dinge sehe, ich sehe es ja genauso, als würde ich daneben stehen, je nachdem, wie die Kameraperspektive ist. Das ist auch immer noch wichtig. Und dann sehe ich das und kann das kommentieren und schreibe es dann auch in die Facebook-Gruppe oder gebe denen in dem Coaching das Feedback. Und das Schöne ist, dass der Teilnehmer sich ja jetzt sein Video selbst angucken kann und dann sagen, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Dann kommt so eine Phase, wo man sagt, stimmt, bei anderen Teilnehmern sehe ich jetzt dies und das auch, aber bei mir selbst noch nicht. Und das kommt halt irgendwann auch. Und ja, also auch kleine Lernschritte, klare Kriterien und vielleicht auch ein Wortsignal aufbauen, wie leise, dass man dem Hund in Erinnerung ruft, leise. Bei Maluk habe ich das geschafft, dass der weiß, was leise ist. Und wenn ich entspannt bleiben kann und nicht Energie mit reinbringe, kann er mir auch leise Bälle holen.
Wenn ich aber am Turnier angespannt bin, weil es um Zeit geht und rundherum alles bellt, dann ist es natürlich auch schwerer für ihn. Aber auch bei einem Turnierdurchgang, wo ich mal sagte, heute ist mir egal. Durch einen Fehler von mir waren wir dann eh disqualifiziert, weil ich nicht auf die Reihenfolge der Bälle geachtet hatte, weil mir an dem Tag wichtiger war, dass er leise arbeitet. Und das habe ich geschafft. Und dann bin ich halt mit meinem Erfolg vom Platz. Wir haben zwar einen Diss gehabt, aber ich habe mein Ziel erreicht. Maluk hat an einem Turnier die Bälle leise geschoben. Und ja, kann man alles trainieren. Ist manchmal, je nachdem, wie sich das schon eingeschlichen hat, wie lange, etwas langwierig, aber ist möglich. Ich muss die nächsten 6 Wochen noch auf Krücken gehen. Können wir trotzdem teilnehmen? Ja, ich denke schon. Und in so einem Fall wäre es jetzt auch, wenn du dann danach nochmal eine Frage hast, dann würde ich dir da eben auch noch helfen, wenn es Sachen sind mit Dynamik, die du jetzt halt noch nicht machen kannst. Aber gerade die ersten Übungen, diese Pause und Warte und all diese Übungen aufbauen, da ist gar nicht, das ist eher, sind statische Übungen. Oder wo du dir einfach nur diese statischen Übungen rauspackst und die anderen machen vielleicht schon was Dynamischeres und das hebst du dir für später auf. Also ich denke schon, dass du das könntest. Yvonne, hast du meine Frage bezüglich der Erwartungshaltung übersehen? Ja, wenn ich es noch nicht beantwortet habe, ich bin von nach oben nach unten durch. Manchmal ist es aber gesprungen und dann ja, kann es sein, dass ich es übersehen habe. Ich habe die Befürchtung, dass ich eine enorme Erwartungshaltung durch solche Spiele erzeuge. Ich wünsche mir einen entspannten Hund und keinen Dauer in Hund? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich blende die Lampe so, dass das Lesen gerade immer anstrengender wird. Ich hatte die Befürchtung, dass ich eine enorme Erwartungshaltung durch solche Spiele erzeuge. Ich wünsche mir eine spannende. Ach so, du meinst, dass der Hund dann immer auf 180 ist durch Spiele. Es geht bei den Spielen, mit Rennspielen, das sind jetzt die Action-Sachen. Also nicht alle Spiele, da geht es jetzt um irgendwie Power und Action, sondern eben auch mal um Ruhe und ja, eben Dinge langsam machen und dieses Entspannen, Pause und sich in den Bauch kraulen lassen und so Geschichten. Und ja, wie gesagt, wenn ich das Pause richtig aufgebaut habe, ich kann gerne ein Demo-Video dazu machen, wie der Melino in Anspannung ist, in Erwartung, dass jetzt was passiert. Und dann sage ich, Melino hat Pause und dann geht die Entspannung raus und der Trollzchen geht zur Seite und legt sich hin. Und solange ich natürlich dastehe, was in der Hand habe und selbst Anspannung habe, ist auch der Hund angespannt. Und ja, nein, also ich möchte auch keine Dauer-Action-Hunde. So, ich glaube, jetzt bin ich durch. Ich weiß nicht, ob ich noch was. Nee, ganz nach oben scrollen kann ich gerade auch nicht mehr. Ja. Nee, wenn ich noch eine Frage übersehen habe, dann schreibt sie gerne noch nachträglich rein oder schreibt mir eine PN, dann gehe ich gerne drauf ein. Und ja, ist jetzt auch schon bald anderthalb Stunden. Und ja, möchte auch jetzt hier nicht euch so lange festhalten. Ihr wollt bestimmt mit den Hundis nochmal raus, bevor es ganz stockdunkel ist. Und ich mit meinen auch nochmal eine Runde drehen. Wenn noch Fragen sind zum Kurs, oder ich werde auch die nächsten Tage hier und da nochmal was zu erzählen oder mal ein Beispiel geben, entweder hier auf meiner Seite oder in der Gruppe Hunde kreativ beschäftigen. Und werde eben auch den Kurs noch ausführlicher ausschreiben auf meiner Website. Und wer da Interesse hat, schreibt mich gerne an. Oder trägt sich mein Newsletter ein auf meiner Website www.anjajakob.com auf der Startseite und dann nach unten scrollen. Und dann würdet ihr auch Infos mitbekommen, wäre auch eine Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben oder mir einfach eine Mail schreiben an anja@anjajakob.com oder hier eben eine PN auf Facebook. Und dann freue ich mich, ja, wenn ein paar von euch dabei sind und Lust haben auf kreative Impulskontrollspielchen. Und ja, freue mich, wenn ihr da aktiv mitmacht und den Kurs maßgeblich mitgestaltet. Und ja, so die erste Runde ist irgendwie immer die schönste, finde ich, weil ich das liebe, mir auch immer wieder noch zusätzliche neue Sachen auszudenken. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich auf die Teams sowohl live vor Ort als auch online, ja, die da abhole, wo sie stehen und mir für jeden individuell was überlege und darauf eingehe. Und ja, sodass jeder seine persönlichen Erfolge hat und kleine, große, wo auch immer. Und ja, es hängt halt eben auch mit davon ab, wie ihr mitmacht und wie viel ihr übt. Und ja, und dann schauen wir mal, ob wir die Impulskontrolle verbessert bekommen, bei euren Hundis. Und ja,
Klar, wenn sich sowas jetzt über viele Jahre eingeschlichen hat, dann kriegt ihr das in 8 Wochen nicht komplett beseitigt. Aber es ist dann ein Anfang gemacht. Und dann nehmen wir uns halt nacheinander, kannst du das ein oder andere Thema dann eben vorknüpfen. Und ja, und andere beugen vielleicht vor oder machen es einfach just for fun. Ich mache ja all diese Spiele, die ich euch da zeige. Das ist bei mir alles just for fun, weil uns die Übungen Spaß machen. Und sie sowohl förderlich sind für meine Sportarten, für Treibball, Longieren und die Geschichten, weil sie Spaß beim Spazierengehen machen. Und ja, anscheinend ist es eben auch hilfreich für all diese Alltagssituationen, weil ich damit keine Probleme habe. Und ich würde mich freuen, wenn es eben weitere gibt, die auf spielerische Art und Weise einfach mehr Spaß mit ihrem Hund haben und dadurch immer weniger Probleme. Und wir einfach, ja, bei Begegnungen auch mit anderen Menschen einfach entspannt sein können und somit auch die entspannt, weil die Hunde unter Kontrolle sind. Ja, so, mal gucken, da kam gerade noch was. Die Michelle Yvonne, also ich habe schon viel bei Anja trainiert und meine Hündin wurde viel relaxter und gelassener. Anja macht das toll. Dankeschön, Michi. Das wäre toll mit so einem Video, danke. Aber ein Pausevideo. Also ein Pausevideo. Du meinst vorab mal was zeigen von einem Beispiel. Schreib mir das gerade nochmal rein, auf was du das jetzt gerade bezogen hast. Ob du meinst ein Beispielvideo und dass es eben nicht nur Actionspiele gibt im Kurs. Sehr gerne. Dankeschön. Lieben Dank, Anja. Edith, vielen Dank, Anja. War wie immer wieder sehr interessant. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich euch auch. Hast du denn noch den Link zu diesem Video? Welches Video das mit den Walkern? Ich kann gerne hier unter das Live-Video noch ja, das Video reinstellen mit dem Walkern-Pauseplatz, wenn du das meinst. Vielen Dank für die tollen Informationen. Ich versuche einiges in den Alltag mitzunehmen. Das freut mich. Hört sich toll an und spannend. Vielen Dank für den Werdegern. Ja, gut. Da kommen jetzt noch viele Dankes. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt und so aktiv mit dabei wart. Und über die vielen Kommentare freue ich mich sehr. Und ja, wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum 1. Juni. Und wenn Fragen sind, bis dahin meldet euch einfach. Und ich werde hier und da den Kurs ja sowieso noch bewerben und ja, den einen oder anderen Einblick geben. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Tschüss!